Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Kiebel.de und zwar mit dem Thermaltake Gamer PC Pandora Black für 1799 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das System, das wurde bei mir im Livestream auf Twitch vorgeschlagen und ich dachte mir, das könnten wir eigentlich mal machen, weil das ist ein ITX-System. Das ist mal was anderes gegenüber den ATX-Systemen, die wir sonst so haben. Hier gibt es nämlich auch ein paar Besonderheiten und ich dachte mir, ich kläre euch da vielleicht mal ein bisschen auf. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse. Das ist ein Thermaltake The Tower 100 Schwarz. Das gibt es auch nochmal in Weiß, das kostet dann 5 € extra. Und hier sieht man eben schon, dass dieses Gehäuse auch nur Mainboards bis Mini-ITX unterstützt. Das Case an sich hatte ich leider noch nicht hier, konnte ich noch nicht testen. Ich habe auch kaum Hardware, die irgendwie diese Standards erfüllen. Aber rein optisch gesehen bietet es auf jeden Fall genug Airflow, gerade wenn man nur schwächere Hardware, sag ich mal, verbaut. Hier ist zum Beispiel ein Ryzen 5600X mit einer 3060 drin und dafür geht das eigentlich noch klar. Hier wurde auch darauf geachtet, dass dann noch zwei weitere Lüfter mit verbaut werden. Man sieht das unter anderem, hier ist der von der Wasserkühlung und ich schätze mal, dass die hier in der Backplate noch einen verbauen, weil da ist auf jeden Fall noch Platz dafür. Ansonsten ist es natürlich ganz nett, wenn man sowieso nicht so viel Platz hat, dass man sich sowas dann einfach da in die Ecke stellt und das fällt nicht so auf und das passt dann schon. Deswegen ist unter anderem hier auch eine 120er AIO drin. Ich sage ja sonst immer, das ist Quatsch, zumindest bei ATX-Systemen. Hier macht es irgendwo Sinn. Und das kostet 87,90 € direkt bei Kiebel.de. Als Prozessor bekommen wir einen AMD Ryzen 5 5600X. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP, der kann sich allerdings so bis zu 88 Watt reinschrauben im Turbo und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Den könnt ihr auch mit 3600 oder gar 4000 betreiben, das funktioniert meistens. Er ist natürlich schon ein bisschen älter. Wir sind jetzt schon in der 7000er Generation, das macht den jetzt aber nicht sonderlich schlecht. Der 5600X in der Kombination mit einer 3060, wie sie hier drin ist, das passt dann schon irgendwie einigermaßen. Ich würde euch aber empfehlen, falls ihr irgendwie damit streamen wollt, geht auf einen 8-Kerner. Ein Ryzen 5800X zum Beispiel, von mir aus auch ein 5900X, da reicht die Leistung dann dicke. Ansonsten müsst ihr bei diesem System hier jetzt über die Grafikkarte rendern. Und der kostet 174 € bei Mindfactory. Die Wasserkühlung ist eine Thermaltake TH120 Black ARGB Wasserkühlung. Und das ist jetzt so der Punkt, wenn ihr so ein kleines Case habt, seid ihr sowieso erstmal beschnitten, wie groß der Luftkühler überhaupt sein darf. Wenn so ein Luftkühlerblock euch schon die Hälfte an Platz da drin klaut, dann ist das temperaturtechnisch natürlich auch nicht so geil. Und das ist der einzige Grund, warum diese 120er Wasserkühlung meiner Meinung nach auf dem Markt sind. Klar, es ist noch eine Designfrage. Natürlich könnt ihr ein ATX-System damit auch betreiben und das sieht dann ganz nett aus mit der RGB-Spielerei und so, anstatt so ein fetter Luftkühlerblock. Aber hier macht es wirklich Sinn, da drauf zu gehen. Dann hat man mehr Platz im Gehäuse, die Luft kann besser zirkulieren, das ist schon okay. Inwieweit die qualitativ gut oder schlecht ist, kann ich euch leider nicht sagen, habe ich noch nicht getestet, weil einige Wasserkühlungen haben halt auch ziemlich laute Pumpen oder laute Lüfter oder wie auch immer. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass das hier einigermaßen laufen wird. Und die kostet 56,91 € bei csvdirekt.de. Ansonsten haben wir Standard-Wärmeleitpaste, der Speicher ist Thermaltake Tafram XG RGB 16 GB Kit 3600 MTS. Und hier sieht man, die Spezifikation sagt zwar 3200 MTS, aber die bauen von sich aus auch schon 3600 rein. Finde ich gut. Es ist auch Dual-Channel. Ich kann euch qualitativ zu diesem RAM leider nichts sagen, aber ich habe auch noch nichts Schlechtes gehört davon. Der hat auch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung, ein bisschen was fürs Auge. Ja, okay, CL18 ist jetzt nichts Besonderes. CL16 gibt es natürlich auch noch, aber das ist schon mal ganz okay, dass es so drin ist. Und ich denke, 16 GB in der Preisklasse ist auch noch in Ordnung. Und der kostet 105,90 € bei Alternate. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 3060. Hier wissen wir allerdings nicht, welches Modell. Hier wird zwar ein Bild gezeigt, aber es kann halt auch eine ganz günstige Single-Fan sein. Und da wir jetzt sowieso nicht wissen, was wir genau bekommen, nämlich die Asus Phoenix GeForce RTX 3060 V2. Die hat auch 12 GB, weil die gibt es auch noch mit 8 GB tatsächlich. Aber das hier ist eine ganz normale 12er, hat jetzt Single-Fan-Design. Es kann natürlich sein, dass sie Dual-Fan verbauen. Nichtsdestotrotz ist die 3060 natürlich für Full-HD-Gaming und auch WQHD, je nach Titel, auf jeden Fall geeignet. Die ist auch schon einen Ticken älter. Wir sind auch schon in der 40er-Generation, verstehe ich alles. Aber für die meisten Spiele, sagen wir es mal in Full-HD, reicht es dann auch aus, wenn ihr jetzt nicht erwartet, dass ihr überall 200 FPS plus habt. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 339 € bei csvdirekt.de. Das Mainboard ist ein Asus ROG Strix X570-i.
Und das ist schon ein ziemlich krasses Board für einen Ryzen 5600X. Wäre da jetzt ein 5800X3D drin gewesen oder ein 5900er, dann würde ich das noch verstehen, dass man das nimmt, weil man kann damit auch gut übertakten. Aber es hätte theoretisch eben auch ein B550 gereicht. Weil dieses Board, das kostet 405 Euro. Ich habe mal welche rausgesucht. Ein Gigabyte B550i Aorus Pro, auch mit diesem kleinen Baumaß, hat 186,99 Euro. Oder ein ASRock B550 Phantom Gaming ITX AX. Also die bringen auch alle WLAN und Bluetooth mit, genauso wie das ROG-Board. Das kostet 194 Euro. Ich finde, dieses Board ist einfach too much für diesen Prozessor und eben auch diese Grafikkarte in Kombination. Gut, die Grafikkarte ist relativ unabhängig davon, aber der Prozessor ist halt ein 5600er. Was will man da mit so einem Board? Ansonsten habt ihr ausstattungstechnisch eben hier gekühlte Spannungswandler, hier oben noch genug Anschlüsse für RGB, zweimal RAM-Bänke und dann hier könnt ihr noch eine SSD verbauen. WLAN Bluetooth bringt das Ding auch noch mit. Kommen wir auch direkt zu den Anschlüssen. Line-In, Line-Out und Mic-In. Eben diese beiden Antennenanschlüsse für WLAN und Bluetooth, Netzwerkanschlüsse. Dreimal USB 3.1, viermal USB 3.0. USB Typ C ist auch schon mit an Bord. Ja, und die Onboard-Grafik könnt ihr wie immer hier nicht benutzen, weil es ein 5600er Ryzen ist. Das Board ist geil. Keine Frage, aber ist too much in diesem System. Ist einfach so. Und das kostet 405,67 Euro bei iPonShop. Und man muss auch dazu sagen, das Board, das hat vor ungefähr einem halben Jahr noch 275 gekostet. Und dann war es immer weniger verfügbar bei verschiedenen Händlern. Und dementsprechend sind wir jetzt bei so einem Preispunkt von 400 Euro. Da war es auch mal für 333 drin. Kommt immer wieder drauf an, welcher Händler das gerade auf den Markt bringt. Aber wir rechnen jetzt natürlich mit diesen 405 Euro. Ist natürlich auch zum Vorteil von Kiebel. Als SSD bekommen wir eine Samsung 980 NVMe 1 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Das ist eine einigermaßen vernünftige SSD, muss auch nicht sonderlich schneller sein, langsamerer wäre noch egal gewesen. 1 TB muss man selber wissen, ob einem das passt. Ich finde es ein bisschen wenig, geht aber noch klar. Das System kostet ja jetzt nicht über 2000 Euro. Wie gesagt, müsst ihr für euch entscheiden. Qualitativ ist die SSD auf jeden Fall okay. Und die kostet 82,99 € bei Synetic.de. Das Netzteil ist ein Thermaltake Tough Power GF 80 Plus Gold 650 Watt. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert, wie der Name schon gesagt hat, und vollmodular. 650 Watt in dem System, ganz easy. Wird das Teil niemals verbrauchen. Ich denke mal so zwischen 300 und 400 wird sich das irgendwo einpendeln, wenn überhaupt. Wenn ich mir die Angaben hier so angucke, scheint es qualitativ in Ordnung zu sein, sonst würden sie auch wohl kaum 10 Jahre Garantie darauf geben. Und das kostet 82,43 € bei Amazon. Ansonsten bekommen wir noch zweimal Thermaltake Pure Duo 14A RGB. Ja, das sind dann die beiden Süßen hier, RGB-Luffis, dass der Airflow einfach so ein bisschen gegeben ist. Da kann ich euch qualitativ auch nicht sagen, wo ihr da dran seid, weil ich die halt auch noch nicht testen konnte. Und das ist ja auch immer eine Frage der Laufzeit. Da muss man wirklich über ein Jahr, sag ich mal, testen und gucken, ob die Lager so halten, wie sie sollen, die RGB-Beleuchtung so hält. Aber das ist erstmal für den Airflow nicht schlecht, passt auch so ins Case, ist okay. Und die kosten 52,42 € bei Voelkner.de. Windows 10 Home haben wir auch noch mit dabei, interessanterweise mit DVD. Ich rechne jetzt hier ganz normal mit einem Key. Man macht sich einen USB-Stick fertig, installiert das, gibt einen Key ein, fertig. Und der Key, der kostet jetzt in dem Fall hier 38,99 €. Das packen wir auch so gleich in die Liste mit rein. Das Ding ist, ist schön, dass eine DVD dabei ist. Ja, ohne DVD-Laufwerk bringt euch das halt herzlich wenig. Und das System hat kein DVD-Laufwerk. Aber gut, warum nicht? Wir rechnen jetzt so, das passt dann schon. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die beiden Luffys, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1.426,21 €, das System soll kosten. 1.799 €. Auch wenn es ein ITX-System ist, finde ich das schon ziemlich teuer. Natürlich hat man mehr Aufwand. Man hat nicht so viel Platz, man muss die Kabel vernünftig verlegen, das Gehäuse, wie gesagt, ist sehr klein und so. Trotzdem 1800 geht halt gar nicht. Ihr müsst mal überlegen, ihr bekommt eine 3060 und einen Ryzen 5600X für bummelig, glaube ich, aktuell 1000, maximal 1100 Euro bei sämtlichen Systemintegratoren. Und nur weil das jetzt ein ITX-System ist, was ganz nice to have ist, wenn man sich das auf den Tisch stellen will, aber nur weil es ein ITX-System ist, würde ich einfach diesen Aufpreis nicht zahlen. Konfigurationstechnisch ist es jetzt nicht so schlecht. Das Mainboard ist Overkill. Muss nicht sein. Da hätte man, wie gesagt, auch einfach hier auf so einen Gigabyte B550i Aorus Pro AX gehen können. Oder eben auf dem ASRock. Oder sonst irgendeins. Irgendeins, was Mini-ITX ist. Natürlich ist das jetzt auch so ein System, was hauptsächlich Thermaltake-Komponenten beinhaltet. Man hätte dann auch noch switchen können. Man geht dann vielleicht auf die Ripjaws von G-Skill oder auf Corsair Vengeance RAM oder was weiß ich was. Aber das System ist trotzdem zu teuer. Wir haben die Geistersliste gerade gesehen. Ich würde es mir so nicht kaufen. Für das Geld bekommt ihr wesentlich mehr Leistung. Und aktuellere Grafikkarten, aktuellere Prozessoren und alles, was dazugehört. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.